Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie mich wieder auf einer unserer Gassi-Runden begleiten möchten. Ich gehe gern um das Kloster Pfannstiel spazieren. Hier im Wald zwischen Hirschhausen, Drommershausen und Weilburg gelegen, ist ein schönes zusammenhängendes Waldstück bis vor kurzem gewesen. Jetzt ist hier eine richtige Schneise hineingeschlagen. Die Trockenheit der letzten Sommer, die Stürme, die uns in den letzten Jahren auch heimgesucht haben, sie haben unseren Wäldern sehr zugesetzt. Manchmal vergleiche ich das auch mit unserem Glauben. Wie oft haben wir den Eindruck, dass auch bei uns eine Schneise hineingeschlagen wurde. Altes, da wo unsere Großeltern, Eltern, ja auch meine Generation noch dran gehangen haben. Etwas, was unseren Glauben wirklich mit Leben erfüllt hat, ist weggebrochen. Die Kirchen, sie werden immer leerer. Vieles, was wir anbieten, wird nicht angenommen. Quasi eine Schneise in unserem Glauben. Aber es wird auch aufgeforstet. Junge Bäume, widerstandsfähigere Bäume werden an diese Stellen gesetzt. Kann das nicht auch in unserem Glauben so sein? Ich bin weitergegangen auf meinem Gassi-Gehweg und bin jetzt zu einer Stelle gekommen, wo wieder aufgeforstet wird. Kleine Bäumchen am Anfang ihres Waldlebens, die darauf warten, auch große, starke Bäume zu werden. Vielleicht, so denke ich es mir manchmal, ist auch diese Krisenzeit, die wir jetzt hatten, für uns die Zeit, dass etwas Neues wachsen kann. In den letzten 6, 7, 8 Wochen wurde wirklich alles heruntergefahren. Keine Gottesdienste in den Kirchen mehr, sogar Ostern sind wir zu Hause geblieben. Und doch sind neue Pflänzchen gewachsen. Ich denke an die Sonntagsevangelien, die kreativ von Pfarrer Henkes ausgelegt werden. Ich denke an die Hausandachten, die jeden Tag bei Facebook und auf unserer Homepage von Pfarrer Meier geschrieben werden. Ich denke auch hier an das, was ich hier mache, Sie auf meinen Gassi-Wegen mitzunehmen und Sie kurz auf ein Wort zu grüßen. Vielleicht ist dies auch für die Zukunft eine Möglichkeit, Altes, wo wir merken, es läuft einfach nicht mehr, wo wir merken, das hat den Zenit seiner Zeit überschritten, hinter uns zu lassen, ja, vielleicht auch sterben zu lassen, um Neuem dann Platz zu machen, damit unser Glaube auch heute weiterleben kann. Denn diese Zusage hat uns Gott, hat uns Jesus immer gegeben. Ich bin bei euch, alle Tage, bis ans Ende der Welt. Egal in welcher Form, egal mit welchem Medium, egal wie, Hauptsache, der Glaube bleibt in unserem Leben lebendig. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und gesegneten Tag.